Einen wunderschönen, da bin ich wieder, euer Odin. Und wir sind jetzt am Laptop und wir werden jetzt die, muss ich wieder nachlesen, Anura von Epic Games, war doch Epic Games? Nee, Epic Gear installieren. Und der Kabel ist wirklich echt schön lang. Also ich kann den komplett hier um meinen Laptop rummachen. Ich habe ja leider nur einen Laptop-PC, wüsste ich jetzt in meiner momentanen Situation nicht, wo ich den hinstellen soll. Und deswegen mache ich alles mit Laptop. Und jetzt schließe ich den USB-Kabel. Ich schließe den jetzt einfach nur an. Zack. Jetzt leuchtet da unten, seht ihr das? Eins leuchtet rot. Kann ich auch schon was machen? Ich kann mit der Maus noch nichts machen. Ich muss erstmal noch meine alte nehmen. So, und dann gucken wir hier die Treiber an, die er jetzt hier runterlädt. Da seht ihr schon USB-Verbindungsgerät, Epic Gear. Ah, so, klingelt mein Handy, gehen wir jetzt nicht ran. Oh, funktioniert sie jetzt? Die funktioniert so ja schon. Wie geil ist das denn? Schließen, so. Die funktioniert so ja schon. Jetzt müssen wir nur gucken. Oh, das leuchtet so ja. Jetzt kann ich euch das mal zeigen. Oh, das leuchtet so ja mehr, als ich gedacht habe. Wir haben einmal das Logo von Epic Gear. Da seht ihr das vernünftig? Ja. Dann da unten der Schriftzug, wie die Maus heißt, die Anura. Dann leuchtet das Rad und da leuchtet auch was. Aber ich glaube, das leuchtet denn noch. Die anderen 1, 2, 3 leuchten auch noch. Wir werden jetzt erstmal Optical. Wir werden jetzt mal das hoch aufs nächste machen. Da passiert nichts. Ganz hoch. Was ist denn das? Hier ist kein Licht mehr. Nix. Und die funktioniert. Hä? Ich jetzt bescheuert? Ist ja geil. Das ist ja geil. So. Und jetzt gehen wir einfach mal. Muss ich meine Lesebrille aufsetzen? Weil wir wollen ja die Software. Da gibt es wohl eine Software dazu. Steht nicht. Steht irgendwo. Nö. Doch, doch, da unten. Epicgear.com. So, dann öffnen wir einfach mal den Browser. Ich mache, wie gesagt, schon alles mit der neuen Maus. Epic Gear, ja, da war ich ja schon drauf. So, und die haben wir. Siehst du, da leuchtet doch alles rot. Irgendwann. So, und da wollen wir jetzt downloaden. Treibers, Firmware. Wir machen mal sicherheitshalber die Treiber auch. Speichern. Und wir machen aber auch die Firmware. Ja. Speichern. Und dann gucken wir mal hier rein. Tadam. So, machen wir erstmal die Treiber installieren. Oh, mit dem Epic Gear Logo. Next, next, next. So, jetzt installiert er die Treiber. Yes, finish. Okay. Holla der Waldfee. Okay, und jetzt machen wir hier noch die Firmware.
Firmware-Version 3, Kribbly-Version, also, ja, wir machen Update. So, jetzt kann ich die Maus nicht bewegen. Ich muss jetzt meinen Touch-Maus nehmen, sonst kann ich, dass ich euch das hier zeigen kann. So, und jetzt haut er hier nämlich das Update drauf. Ach, da kommt schon wieder was. Angeschlossen ist neu. Okay. So, jetzt will mein PC ein Neustart, wie man sagen, erstmal später, da wir hier natürlich noch bei dem Update sind. Reset-Programm. Will der jetzt wirklich einen kompletten Neustart? Muss der jetzt komplett neu starten? Ich würde das jetzt gerade nicht so toll finden. Na, jetzt funktioniert die Maus nicht mehr ernst. Ja, klar, die will jetzt einen Neustart haben. Ich weiß jetzt noch nicht, ob der. Müssen wir mal kurz warten, ob er den jetzt weiter installiert oder ob er jetzt wirklich einen Neustart will. Oder ob der Neustart sein muss, damit er jetzt weiter installiert. Das kann natürlich auch sein. Channel. Ja, ich mache jetzt erstmal sicherheitshalber in Neustart. Also bis gleich. Jo, Leute. Da bin ich auch wieder nach einem Neustart. Leider muss ich das jetzt nachsprechen, weil, ja, ich hatte in der Originalaufnahme total die Mickey-Maus-Stimme. Da hat irgendwas im Aufnahmeprogramm nicht hingehauen. Und da zeige ich gerade, wie ich das Icon da hin und her bewege und das wirklich vernünftig läuft. Und nicht so ruckelhaft wie beim ersten Mal. Nach dem Neustart sind natürlich alle Treiber vorhanden und läuft alles. Da, wenn ihr darüber geht, wie ihr das gerade bei mir seht, da blinken natürlich auch die Tasten auf, die, ja, zum Beispiel Taste 1, 2 oder 3. Da seht ihr da praktisch, die Tasten werden rot markiert, dass ihr wisst, welche Taste ihr mit was belegt. Unten die Icons, die ihr da seht, also ja. Die verkehrte 7 möchte ich mal nennen. Das sind eure Profile. Das werdet ihr auch gleich noch sehen. Die haben verschiedene Farben und so leuchtet das Mausrad. Das ist mir aber dann auch erst am Ende aufgefallen, weil auf einmal das Mausrad nicht mehr rot geleuchtet hat. Das hat dann auf einmal blau geleuchtet. Und ich war ganz verwundert, warum das auf einmal blau leuchtet. Da, seht ihr das? Nach dem Neuinstallieren hat es nämlich blau geleuchtet, obwohl ihr ja seht, dass es rot unten aufleuchtet. Aber das funktioniert erst, wenn man Apply drückt. So, da mache ich nochmal einen Neustart. Und ich rätsel gerade, warum das Rad auf einmal blau ist. Obwohl das auch natürlich eine geile Farbe ist. Ich habe es bei mir jetzt momentan immer noch auf blau. Ist eine richtig geile Maus. Also ich benutze sie heute schon die ganze Zeit. Und meine Hand tut gar nicht so weh und so wie ich gedacht habe, ja, weil normalerweise bei einer Maus tut nach einer Weile mein Handgelenk immer weh. Aber die ist richtig schön geformt, da kommt die Hand richtig schön ran und die flutscht hier so was von über mein Mauspad rüber. Das ist abnormal. Bin ich gar nicht gewöhnt, damit es so leichtgängig geht. Meine andere Maus, ja, die ist eine normale Maus, die braucht da schon ein bisschen was Widerstand. Das ist jetzt eine E-Mail, klasse. Ich habe vergessen, mein Handy auszumachen. Jetzt ist es aus. Da speichere ich gerade die verschiedenen Profile. Hat aber nicht so geklappt, wie ich das gedacht habe. Ja, die normale Maus, die ich habe, die ist da schon, da muss man schon ein bisschen mehr Widerstand aufbringen.
ist nicht viel mehr, aber man merkt es schon. Und die läuft so weich, richtig butterweich läuft die hier rüber. Die kann ich mit einem kleinen Finger kann ich die hier über das Mauspad bewegen. Und wenn ich da jetzt meine andere Maus nehme, ja, mit einem kleinen Finger ist es da schon etwas schwerer. Ich bin immer noch da am Testen und am Machen. Jedenfalls kann ich echt nur sagen, dass die Maus wirklich klasse ist. Und das Mausrad funktioniert so geil mit diesem Widerstand und mit dem Gummi vorne drauf. Ja, das ist nicht so glatt wie bei anderen. Da hast du so ein Gummi. Da bleibst du mit dem Finger vorne vernünftig drauf, ohne irgendwie wegzurutschen oder sonst irgendwas dergleichen. So, da zeige ich euch das, glaube ich, gleich. Und da ist Licht wieder an. Da habe ich nämlich oben Licht an, Licht ausgefunden. Wie gesagt, ich habe noch nicht alles in der Software austesten können, weil in der Software ist wirklich so viel drin, was man machen kann. Das geht schon ja auch nicht mehr. Man kann die Geschwindigkeit einstellen, man kann das Licht einstellen, man hat jede Menge Profile, die man einstellen kann. Für die Maustasten zum Beispiel, wenn man sagt, was weiß ich, 1 soll für World War Z sein. Ach nee, das heißt ja jetzt infiziert oder Invigation, keine Ahnung. Kann man halt Inventar auf I, also ist auf I, auf eine Taste packen, I für die Taschenlampe oder so, weiß ich jetzt ja nicht. Kann man sich das da richtig schön anpassen für das Spiel. Auf Profil 2 macht man dann für Baphomets Fluch, wo man halt nur normal braucht. Oder für irgendein anderes Shooter-Spiel oder was weiß ich. Also das ist wirklich richtig schön geil mit den Tasten und mit den verschiedenen Profilen. Dass man da die Maustaste auch dem, also die Maustasten dementsprechend anpassen kann. Wie gesagt, die Geschwindigkeit, alles drum und dran, kann man da schön daran einstellen, also in diesem Profil. Und oben seht ihr ja den Namen und links und rechts wieder die Augen. Also da haben sie sich echt Mühe hier, muss ich sagen. Das sieht richtig geil aus. Weil ich bin immer der Meinung, das Auge isst ja auch mit. Ja, was nützt mir eine geile Software, die funktioniert? Ja, die Klagen, die muss funktionieren und das macht sie auch. Aber geil wäre natürlich auch, wenn es geil aussieht. Und das sieht sie, da habe ich dann natürlich jetzt gerade das Licht gefunden. Glaube ich, ist das jetzt soweit, dass ich, ja, da habe ich das Licht. So, und da leuchtet es, bumm. Und da kann man dann halt, je nachdem, welches Profil man hat, leuchtet es dann natürlich in einer anderen Farbe, was richtig nice rüberkommt. Da weiß man immer gleich, welches Profil man aktiviert hat. Wie gesagt, es ist meine allererste Gaming-Maus überhaupt. Und ich muss echt sagen, ich freue mich schon auf die Spiele. Ich will ja heute noch ein paar Spiele spielen, mit dieser Gaming-Maus zu testen. Und dass ich da dann auch die Tasten dann auf die Maus packen kann, da brauche ich nicht wieder mein PlayStation Move Controller anschließen. Ich habe sonst immer meinen PlayStation Move Controller an den PC angeschlossen, weil ich mit WASD nicht klarkam. Und dann habe ich noch halt so ein anderes Teil von PlayStation Move angeschlossen, um da noch ein paar Tasten rauszuholen. Aber diesmal werde ich meine Gaming-Maus benutzen und dieses Move-Teil, weil mit WASD will ich nicht steuern. Obwohl bei den Spielen, glaube ich, brauche ich nicht mal WASD. Da werde ich nur die Gaming-Maus benutzen. Weil hier sind echt genug Tasten dran. Hier sind, wie gesagt, 6 Tasten, 7 Tasten, 8, 9, 10. Mausrad kommt noch dazu. 11 Tasten, die man hier belegen kann mit irgendwelchen Sachen. Also das reicht wirklich für die meisten Spiele locker aus. Und dann hat man dazu noch WASD und kann dann vielleicht ein, zwei Tasten noch auf der Tastatur benutzen und fertig ist. Also ich kann echt nicht meckern. Für meine erste Gaming-Maus ein absolut geiles Produkt. Aber kommen wir jetzt auch zum Abschluss. Ich werde jetzt auch ein paar Spiele spielen, vielleicht nochmal ein Video dazu machen. Bis dahin verabschiede ich mich. Ahoi, sagt euer Odin.